Junge, willkommen zurück bei... Nein, halt, das ist nicht Mickey Epic. Egal, herzlich willkommen zurück bei... Zelda bewegt sich nicht, jetzt bewegt sich Zelda wieder. Okay, ich weiß gar nicht mehr, ich hab das jetzt einfach abgebrochen beim letzten Mal hier und weiß gar nicht, sind meine netten Schlüssel jetzt überhaupt noch da oder nicht? Ich bin jetzt zumindest mal in den Raum von Fari, beziehungsweise Lord Kiro wieder reingegangen. Der ist zumindest immer mal noch befreit. Also gehe ich mal von aus, dass meine Schlüssel auch noch da sind. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Da bin ich mal gar nicht so. Und hoffen, dass wir nichts übersehen haben. So, hier ist die Tür mal nicht mehr fest verschlossen. Oh, interessant. Okay, also ich kann hier rein. Das ist gut. Grundsätzlich ist das gut. Beide Türen bringen mich in denselben Raum. Das ist nett. Ist das Hacton? Oh, danke. Ah. Wer könnte das sein? Wer gestikuliert denn da so wild? Mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Ihr ahnt vielleicht, wer es sein soll, auch wenn er hier ganz anders aussieht. Tu mir nicht weh, Zelda. Ich verrate dir den geheimen Weg in den Raison-Palast. Dann fang schnell an zu reden. Geh immer nach links und verschiebe den Fels. Dieser Schlüssel öffnet das Schloss. Ich werde aufpassen, dass er sich nicht davon stiehlt. Don't hurt me, Zelda. Seine weinerliche Stimme in auf Englisch finde ich dann doch ein bisschen besser tatsächlich. No Carnival. Ja, aber ich wollte doch nach Raison Palace. Och Mann. Na gut, dann gehen wir halt hier rein. Wer weiß, wozu es gut ist. Wir haben ja immer noch nicht die Waffe, die wir brauchen, um Ganon zu besiegen. Insofern ist das vielleicht auch ganz gut so. Dass wir noch nicht nach Raison Palace gehen und Ganon zur Raison bringen. Ach ja. Ah, Tabaluga, hau ab! Wer soll es denn sonst sein? Also hier geht's, hier komme ich nicht runter. Na, warte mal. Nee, ich muss hier rüber. Alles klar. War auch eigentlich logischer, ne? Das ist logisch. Oh, sind das etwa Sandkrumis? Nee, sie jucken nicht genug dafür. Das sind keine Sandkrumis. Oh Gott. So, okay, dann halt mein Cape. Und hält die Flöte, hätte ich auch noch einsetzen können, ne, um sie zum Schweigen zu bringen. Diese Flugviecher. Hier, Schlumpfscha. So, ihr haltet die Schnauze. So. Ah, das ist schön. Ich kann hier so wunderbar cheaten. Und was machst du hier? Dieses Licht vertreibt die Dunkelheit, die um Ganon herrscht. Aber nur der Zauberstab kann ihn besiegen. Viel Glück. Der Zauberstab. So, jetzt haben wir eine Feenlaterne. Sie braucht immer noch dasselbe Lampenöl und genauso viel Lampenöl. Aber egal, wir haben sie. Ding, 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 ding. Der Schrein von Gamelon. Da möchte ich am liebsten schreien. Impa, was hast du denn dazu sagen zu? Oh, Zelda. Omphak bewacht den Schrein. Alles, was ich erblicke, verschlinge ich. Ach übrigens, was ich mal noch zeigen wollte. Impas Weisheiten. Impa? Sie sind wundervoll. Die gibt's nur im Remaster, das gibt's im Originalspiel so nicht. Und anscheinend auch nur im normalen Modus. So, Impas Weisheiten. Das hätte es übrigens im ersten Teil auch bei Gwonams, mit Gwonams Weisheiten gegeben. So, wenn du nicht aufpasst, wird dich die schrecklich hungrige Bestie Omphak als Hauptgang servieren. Er bewacht den wertvollsten Schatz auf der Insel, welchen man braucht, um Ganon bezwingen zu können. Gib ihm ordentlich aufs Maul. Ey Junge, ich hau dir die Fresse. Oh shit, ich habe gar keine Schneebälle. Was mache ich denn jetzt?
Ich weiß, was ich mache. Cheaten! Jetzt mal ehrlich, du kommst hier so leicht durch mit dem Cape. Warum sollte ich das nicht einsetzen? Ja. Es sei denn, man bleibt hängen. Wie viel brauche ich da? Okay, es kostet immerhin 10 Rubine. Also das ist schon... setze ich es 50 Mal ein, ist schon wieder fertig. Obwohl man hier in einer Tür Rubine findet. Was ist das da auf dem Felsen? Ist das... das Honig? Das sieht jedenfalls nicht wie Lava aus. Und da hat jemand einfach was draufgekritzelt. Weißt du, überall Graffiti. Sogar in Gamelon. Schrecklich. So, nochmal cheaten. Hier, Flugviech. Wenn du nicht aufhörst, spiele ich dazu noch die Flöte. So. Ich habe die Macht. Die Macht. Warum sollte dich Ganon jetzt noch aufhalten können? Ah, bist du der bessere Lupai? Soll ich dich im Auge behalten? Au. Wie besiege ich dich denn? Mit Brot? Ehrlich gesagt weiß ich es überhaupt nicht mehr. Wir können es mit dem Schwert probieren. Ja. Ich hab ihn. Gut. Wow. Der Zauberstab von Gamelon, das kenne ich doch irgendwoher. Ja. Und was kann er? Ja, richtig, man kann ihn werfen. Was sollte man sonst mit Zauberstäben machen? Natürlich wirfst du sie. Das kennt ihr bei allen Zaubervorführungen, wenn da einer mit einem Zauberstab rumhantiert, der wird immer geworfen. Einfach in die Menge gefetzt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Aber das ist der brutalste Screen im gesamten Spiel, oder? Guck mal, wie hier alles Blut verschmiert ist. Meine Güte. Das ist aber nichts für Kinder hier. So, haben wir jetzt noch irgendwas übersehen, irgendwas vergessen? Wir haben jetzt den Zauberstab von Gamelon. So, bevor es nach Resong Palace geht, würde ich mal sagen, gehen wir nochmal nach Zakardo. Aus einem einfachen Grund, wir haben ja noch das Brot bei uns. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, was man damit machen musste. Gehen wir jetzt einfach mal... Wir gehen jetzt einfach mal random hier rein. Waren hier drin Apagosse eigentlich? Nee, ne? Ich habe schon wieder ganz vergessen, was wir da drin bekommen haben. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Ach, war hier nicht irgendwie das Schwert oder sowas? Bitte, ich hab's komplett vergessen. Nee, hier waren keine Apagosse drin. Da muss ich wohl doch zu Mayor Cravendish. Wieder Hausfriedensbruch begehen, durch das Fenster der alten Dame steigen. Mit den gruseligen Augen. Dann gehen wir hier rein. Stellen fest, dass das falsch war. Gehen hier rein. Entschuldigt. So. Apagosse, kommt her. Hä? Was war das jetzt? Wollten die sich jetzt da drauf stürzen oder nicht? Hat das jetzt irgendwas gebracht oder nicht? Zur Hölle. Ich habe jetzt kein Brot mehr. Link könnte 10 davon verspeisen, aber die Apagosse, die haben versagt. Ich hatte nur ein Brot und ihr war zu dämlich, es euch zu holen. Ach, nee. Aber sie haben sich in die Richtung bewegt, oder? Man kann sich tatsächlich damit locken. Aber was hat das für ein... Ey, du bist so fies. Was hat das für einen Sinn? Was hat hier alles überhaupt noch für einen Sinn? Jetzt muss ich mir Brot wiederholen. Ach, ist auch egal. Weißt du, scheiß auf das Brot. Weißt du, dafür lasse ich Resong Palace hier sausen. Für Brot. Falsch. Hier ist die Backstube. Sieht man doch auch schon. Heyo. Dein Freund Link könnte over 9000 davon essen. Ja, mindestens.
Ja, na dann. Ja, die Apagosse wollten nicht dafür sterben. Zack, zack, zack. Du bist nicht immer noch nicht, bist immer noch nicht wohnarm. Ich gehe weg hier. Und wir gehen nach Resong Palace. Es ist nicht schön hier. So, was hat Impa zu... Au! Oh Gott, au! Was hat Impa zu sagen? Du bist bereit, Ganon gegen Ganon anzutreten. Was? Ganon gegen Ganon. Also nicht Mann gegen Mann oder Frau gegen Mann, sondern Ganon gegen Ganon. Aber warum ist Zelda Ganon? Egal. Du bist bereit, Ganon gegen Ganon anzutreten und deinen Vater zu retten. Ich bin stolz auf dich, Zelda. Das Triforce der Weisheit sagt, dass... Warum ist da so ein Zeichen vorne dran von dem einen? Das passt nicht. Aber warte mal. Ach nee, halt, das ist Anführungszeichen. Ein Brunnen der Hoffnung, den Schlüssel zu Ganon bereitet. Das sind Anführungszeichen. Okay, alles klar. Ja. Und irgendwas mit Fallen? Naja, viel Glück. Fallen. In den Brunnen. Soll ich in den Brunnen fallen? Hier ist kein Brunnen. Oh shit. Warte mal. Hier, die Flugviecher sollte ich vielleicht mal aufhalten. Wenn mir hier schon Sankrumis entgegenkommen. Was? Das sind keine Sankrumis. Brennende Sankrumis. Ich vermisse Sankrumis, das merkt man, oder? Oh Gott! Hallo Impa! Es ist zu dunkel, um Ganon zu sehen. Aber der Triforce sagt, du kannst nur gewinnen, wenn du auch fällst. Ich frage mich, was das bedeutet. Also muss ich wirklich im Brunnen fallen? Außerdem, wenn es zu dunkel ist, hol dir eine Taschenlampe. Hiya! Ich sagte Hiya! So. Darf man noch nicht mal mehr Hiya sagen. Darf ich dich powergloven? Nee, darf ich nicht. Oh, gut. So. Bombs? You want it? Au. Nochmal. So, und Licht anschalten, bitte. Spot an für Zelda. Darf ich hier runter? Darf ich hier rein? Was seid ihr denn? Na warte, da werfe ich meinen Zauberstab von Gabalon auf euch. Au. Oh shit. Oh. Was für eine Armada. Okay, also die Flöte hält die... Diese Gesichter, die Fratzen des Bösen mal nicht auf. Und die Tür war fest verschlossen. Okay, hier ist kein Brunnen. Scheiße, wie war denn das nochmal? Hier ist kein Brunnen. Hier ist kein Brunnen. Wie komme ich hier wieder hoch? Rope, wusste ich doch. Oh Gott. Hier kann ich nicht rein, nee. Aber hier ist auch kein Brunnen. Warte mal, Cape? My capes will burn. Hier kann ich auch nicht durch. Hier ist nichts mehr. Au! Shit, jetzt bin ich wieder hier. Oh, das ist eine ganz, ganz fiese Stelle hier. Impa, hilf mir mal. Es ist zu dunkel. Ja, es ist zu dunkel, um mir zu helfen, ne? Und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Hilfe! Was mache ich denn jetzt? Ich hab's vergessen, scheiße. Hier ist nicht zufällig... Brunnen irgendwo auf der Karte. Shit! Wie war denn das noch? Ne, egal, ich habe ja keine andere Wahl. Ich muss suchen. Ah! Sorry, da habe ich gerade rausgetappt und bin direkt dafür bestraft worden. Moment. Muss gerade mal gucken, ob mit der Aufnahme noch alles okay ist. Aber du darfst, das Spiel hasst es, wenn du raustappst. Ah, okay.
So, nochmal. Ich sehe hier aber auch nichts, wo du irgendwie runter kannst. Ich kann hier nicht... sollte ich nicht. Na komm, nehmen wir nochmal. Hier. Den Invincibility-Cheat. Dann kommen wir hier auch wunderbar durch. Ist das nicht wunderbar? Epa! Es ist zu dunkel. Sagst du immer noch, ne? Ich sehe hier nichts anderes. Also gehe ich halt hier wieder rein. Was soll ich machen? Es ist zu dunkel. Da tun wir auch was gegen. Aui, aui. Ich kann mich hier nicht zufällig irgendwie hochropen oder so. Das wäre auch zu abstrakt jetzt hier gewesen. Wobei man weiß es, du siehst ja nichts. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist diese Köpfe hier. Hat das nicht sogar damit irgendwas zu tun? Also hier, die Tür war fest verschlossen. Aber wie kriege ich die weg? Mit einem einfachen Schwert, die kann ich es vergessen. Ich könnte höchstens mit Bomben mal arbeiten. In der Hoffnung, dass sie treffen. Und das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Power Glove machen wir vielleicht mal. Ah, Power Glove geht. Oh, respawnt direkt. Ach du Scheiße. Und der hat einen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel. Boah, ich bin noch reingekommen. Ah, und das ist jetzt an diesen Abschnitt erinnere ich mich jetzt wieder. Okay, alles klar. Herzog Onklet. Da hättest du mir ruhig doch sagen können, dass ich die Köpfe zerstören muss. Aber Herzog Onklet ist ja auch nicht meine Komplettlösung, meine persönliche. Oh Gott. Wieso? Hoppala. Haha, niemand kann mir was anhaben. Oh Gott. Ja, 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 ja. Da ist der Brunnen, in den ich rein muss, ne? Dann vermute ich auch mal stark, dass ich in diese Tür nicht rein kann. Genau, die Tür war fest verschlossen. Hurra! Hier, kein Fallschaden. Da können sich andere Videospielhelden mal was von abschauen hier. Was mache ich denn? Nein, immer noch falsch. So. Hier habe ich die Leiter. Für Kundenzufriedenheit. Oh Gott. So. Du stirbst. Du hast mir nicht unbedingt viel getan, aber dennoch. Ja, ich hätte dich auch einfach ignorieren können, aber wer will das schon? Oh Gott, bin ich genau in dem Moment wieder verwundbar geworden, wo er diesen scheiß Bumerang wirft? So, den Schlüssel haben wir. Aui. Ja, danke. Zelda. Wie komme ich wieder hoch? So nicht. Aui. Wie komme ich denn wieder da hoch? Ich muss bestimmt hier durch, oder? Kann ich mich da hochropen? Ja, klar. Jetzt bin ich zumindest mal hier. Besser als nichts. Ah, weißt du was? Ihr könnt mich alle mal. Hier, Zelda ist pissig. Zelda hat fertig mit euch allen hier. Aber wirklich mit euch allen. Ist mir egal, wie viele Rupees ich jetzt verbrauche. Dann kommen sie halt diesem Abzocker-Shopkeeper nicht mehr zugute. Der hat das eh nicht verdient. Der ist einfach nicht ehrenhaft genug. Nicht so wie Morshu, weißt du? Du wagst es, Licht in mein Dunkel zu bringen? Dafür wirst du sterben. You must die! Au! Ja, sieh mal einer an. Das wollte ich unbedingt mal probieren. Wisst ihr, was ich auch probieren wollte? Mein Brot! Er hat es direkt verbrannt. Na, warte!
Schatten. Nein! Du hast mich nicht das letzte Mal gesehen. Jetzt wisst ihr, warum das ganze Spiel nach dem Zauberstab von Gamelon benannt ist. Und wieder einmal entpuppt er sich als der heftigste Endgegner aller Zeiten, aber immerhin, wir sind ja auch einmal gestorben jetzt gerade. Das darf man nicht vergessen. Und er hat mein Brot direkt... Au. Was für eine gruselige Musik, wenn du dem König das erste Mal gegenüberstehst, oder? Als würde er gleich aus seinem Kerker kommen und sagen, Ma boy. Warum siehst du hier so viel anders aus, mein König? Aber egal. Macht euch bereit für die finale Cutscene. Vater! Du hast mich gerettet. Hier ist der Verräter, Eure Majestät. Bitte, Euer Hochwohlgeboren, habt doch Gnade. Wenn du alle Flure des Schlosses gewischt hast, können wir vielleicht über Gnade reden. Jetzt schafft ihn vor. Ja, mein König. Ich frage mich, was mit Link geschehen ist. Ist doch egal, er war sowieso ein Langweiler. Hör auf, dich immer im Spiegel zu betrachten. Was ist denn passiert? Oh, gar nichts, Link. Wir wollten gerade ein Fest feiern. Klasse! Seht ihr, wo ich mitlache? Oh. Oh, ist das schön. Was hat das mit Link auf sich? Hat Lady Alma ihn in den Spiegel gesperrt? Man weiß es nie. Ich traue Lady Alma das zu. Das ist eines der ganz großen Mysterien dieses Spiels. Was ist eigentlich mit Link passiert? Und ist doch Lord Kiro in Wahrheit Zeldas Vater? Man weiß es nicht. Man wird es auch nicht rausfinden. Wichtig ist, den ersten Teil dieses Let's Plays haben wir abgeschlossen. Ich vermute mal Montag geht es weiter mit dem King Hakidien-Modus. Und dann ist es auch schon in Gamelon wieder vorbei. Ach, hey Jemine. Und wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, ich hab's noch nicht gefunden, beziehungsweise ich hab's mir noch nicht runtergeladen. Es soll tatsächlich Randomizer geben. Ich glaube, sowohl von Faces of Evil als auch von Ward of Gamelon. Ich muss gucken, wo ich die herbekomme. Ich muss gucken, wie sie überhaupt genau funktionieren. Und dann könnte man da eventuell auch noch eine Zugabe zu liefern zu beiden Projekten. Na, das muss ich mir aber nochmal genau angucken, da will ich jetzt noch nichts versprechen. Aber ich freue mich auf mehr. Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Kein Verleih, keine unerlaubte Vervielfältigung, Verbietung, Aufführung oder Sendung. Oh, zu spät. Ja, das war's. Ich werde wieder für 10 Jahre ins Kittchen gesperrt, zusammen mit Ganon. Ja, ich werde den Hero Mode durchspielen. Das war jetzt am Wochenende. Und dann geht es am Montag weiter mit dem Königsmodus. Bis hier möchte ich sagen, vielen Dank. Ich möchte alle grüßen, besonders Herzog Onklet und Hector und wer nicht alles dabei war. Dieses Spiel hat einen großartigen Cast auf jeden Fall und ich freue mich, das Ganze mit euch nochmal auf Englisch durchzukauen. Also, bis zum nächsten Mal, euer Weehawk.